Okay. Hi. Also ich würde sagen, wir machen auf alle Fälle den Gefängnisausbruch. Jetzt. Wie geht das jetzt? Holy shit. I'm coming! Wenn ich weiß, wie steuere ich dieses Teil? Soll ich den Witwenmacher mitnehmen? Nimm alles mit, was geht. Okay, wir sind alle drin. Spielen wir. Hast du schon gestanden? Bist gemein, ich wollte noch schwere Panzerung kaufen. Ah, stimmt, da hätte ich vielleicht ein bisschen warten können. Weiß auch nicht, ob jetzt alle schon Panzerung essen. Okay, also jetzt für Alice, die spielt das zum ersten Mal. Stimmt. Lassen wir sie es genießen. Und willkommen auf Burn Television und bei. Du darfst sie auch noch vorstellen. Bei Raxamus, Servus. So, is there a room in the back or something? Cool, I'll get set up. Ein Hinterzimmer. Das ist auch alles hier rot. Ah, warte mal, da kommen noch ein paar Leute. Da kommen die guten Jungs. Ich habe die nicht eingeladen, aber keine Ahnung, die können dazu. Oh Gott, wie ich aussehe. Ich natürlich im Anzug. Sehr elegant. Ja, Frauen sind eh wirklich sonderbar hübsch in GTA. Ja. Sie haben eine eigene Art von Hübschheit, würde ich nennen, in GTA. Sometimes our fair and legal justice system makes mistakes. And this is one such time. Here he is. Shit. Professor Maxim Brashkovsky. You know the professor? Used to be head of research for the army. 3 doctorates. Overconfident polymath. Vain sociopath. Tedious egomaniac. Control freak. Geneticist. Weapons development. Engineer. Car nut. But definitely not a people person. Hört sich nach Elon Musk an. You don't remember? Well, lucky you. Exceedingly vain and self-absorbed man, brilliant ja, at everything ja, he does. Yada yada, makes you want to puke. He's a goddamn traitor. I mean, he's a rat, but he pays. Incarcerated for a crime he did commit, but well, let's just say money talks and he's going to walk. So, we got a few things to get ready, all pretty straightforward. Do them one at a time, but any way you like. Standard op for a GovFac breakout, if you know what I mean. Rad. All right, first thing's a plane. Then we got a bus. Then, well, 2 things. We got the inmate transfer schedule and Rashkovsky's car. More on that later. Let me show you. We need a plane to get the professor out of the country. It's currently being used to traffic drugs by a transnational street gang, the Vagos. The bus. A standard Bolingbrook transport vehicle. The least traffic is on the route from Palito Bay. All right, that's where you're going to be able to get a hold of one. You can get a hard copy of the inmate transit schedule at the LSPD's Mission Row station. Go in unarmed, play it cool. You might not have a problem. That's a 2-person job, max. The other 2-hander is our guy's prize Casco. We believe it's about to be shipped to Korea by a luxury car theft ring. Okay, Mr. Kress said you guys are at least semi-competent, so. Well, Professor Reschkowski pays well. Ja, klar. Okay. Hauptsache die Kohle stimmt. Genau, Kohle stimmt. So, wer macht was, ist dann gleich eher die Frage, ne? Als erstes müssen wir uns, glaube ich, aussuchen, was von den 3 wir als erstes machen. Ich glaube, wir gehen von oben nach unten. Ist das, macht man nicht irgendwie das geteilt teilweise sogar? Ja, wir machen teilweise geteilt. Und ich glaube, bei der Station und beim Abschluss unten sind wir 2 geteilt. Aber ich glaube, das Flugzeug holen wir noch gemeinsam. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, das Flugzeug holen wir gemeinsam. Wer kann Flugzeug fliegen? Ich kann Flugzeug fliegen. Gut, dann haben wir wenigstens einen. Weil ich kann nur Flight Simulator und das ist ein Chaos. Wir können jetzt Folgendes machen. Wir haben die Wahl zwischen schwer, normal und leicht. Leicht kommt nicht in Frage. Normal oder schwer. Schwer gibt alles 1,2,5 mal mehr. Haben wir aber auch, glaube ich, nur ein Leben, das wir vergeuden dürfen. Das ist, ich weiß nicht, ob das so gut ist bei uns. Wir machen normal. Machen wir normal. Okay, hat jeder alles gekauft? Ich bin voll ausgerüstet. Voll ausgerüstet? Gibi, Alice. Alice, hast du so viel Kohle, um voll ausgerüstet zu sein? Wenn also nicht, ich habe eine Pistole. Das reicht schon mal. Das ist schon mal gut. Wenn du eine Panzerung hast, dann solltest du dich generell einfach so nicht zurückhalten, aber gut verstecken. Okay. Also ich, okay. Anscheinend habe ich eine leichte Panzerung. Das ist gut. Auch was. Dann legen wir los. Los geht's.
Ja, ja, jetzt geht das ja. Also ich bin der Pilot, das ist gut. Bodentruppen. Wie ziehe ich mich an? Was ist das denn? Klamotten? Alter. Revolverheld Söldner. Designer. Komm, ich bin Designer. Jetzt geht's ab, Jungs. Das ist ja nice. Ach komm, wir nehmen das hier. Oh ja, ja. Hab ich da. Ach, guck mal, da kann man doch einstellen. Ah, hier habe ich meine ganzen Fahrzeuge auch noch. Ah, das ist ja gut. Outfit, okay. Kleidungsstil. Ich habe aber irgendwie kein... Okay, egal. Also ich bin... Mal ja, ich bin zum ready. Ich glaube, die anderen konnten sich noch nicht für ein Design entscheiden. Ja, ich bin bereit, Leute. Schade, ich sehe es ja noch nicht. Aber... Also wir fahren gemeinsam hin... Das, ja. Das weiß ich noch. Wir fahren da gemeinsam hin zum Flugfeld. Also einer fährt. Wir anderen sollten alle im gleichen Auto sitzen. Mhm. Und wir müssen alle über den Haufen schießen und ich muss ins Flugzeug steigen und ihr müsst mir Rückendeckung geben, bis ich das Flugzeug quasi abgehoben habe. Das kriege ich mit einem Widmenmacher hin, solange ich nicht das Flugzeug treffe. Okay, seid ihr alle bereit? Ja, gib ihn noch nicht. Was? Du musst bereit drücken. Sorry. Sorry. Mann, Gibi. Tut mir leid. Ich hab noch meine Sonnenbrille beinahe. Okay. Von wem ist das blaue Auto? Und warum ist es ein Zweisitzer? Das ist, das ist unrated. Das ist meine. Es reicht für zwei Leute. Habt ihr kein Auto? Ja, warte mal, ich kann hoffentlich eins bestellen. Ja, okay, Alice, du bist entschuldigt. Gibi ist teilentschuldigt. Raphael. Ich muss eins bestellen, gib mir eine Sekunde. Raphael hat wie viele Millionen auf dem Konto und 400 GB Platz? 21 Millionen am Konto und 480 GB Speicherplatz. Leute, wisst ihr, wie ich mein... Der Mechaniker jetzt nicht mehr ab. Aber ich habe Spielzeug dabei. Ich kann mir irgendeins schnappen, schon sicher. Warte mal. Wir haben nur ein Teamleben auf normal. Bei schwer hätten wir gar keins. Das heißt, warte, ich habe hier eine Sniper. Gib mir eine Sekunde. Ich suche mir schnell ein Auto. Ich rufe gerade den Mechaniker an. Keine Ahnung, was der das ist. Der hebt nicht ab. Ich glaube, das ist illegal. Ich steig schon mal in den Unrated-Wagen. Warte, ich hab einen Jeep. Pickup. Ich hab einen Pickup. Dann gehen wir mal alle in die Richtung. Dann pick uns mal ab, ne? Ich pick euch ab, Jungs. Oh, ich warte mal lieber. Einsteigen, Jungs. Rein. In die gute Stube. Kann ich da vorne sitzen? Ich darf vorne sitzen! Ich sitze am Fenster! Wie wechselt man nochmal die Kamera? Mit V, glaube ich, oder? Mit V. Wo ist V? Hast du jemals schon in deinem Leben eine Tastatur verwendet? Das war ein Witz! Was ist eine Tastatur? Ach, gibt's da nicht nur eine Kino-Taste? Oh ja, die gab's, glaube ich, auf speziellen Tastaturen, damit ist irgendwas passiert. Ich weiß nicht mehr was. Aber ich kann mich an so ein Kinozeichen mal erinnern. Ja, ich habe eine Auszeichnung dafür bekommen, dass ich Fahrgast war, Leute. Woo! Woo! Mega! Gratuliere! Ja, das ist auch der tollste Moment in meinem Leben. Also ich danke meinen Eltern. Das war ein bisschen, ja. Großartig. Gib mir eine Sekunde, ich bin lange nicht mehr gefahren. Ja, gib ihn. Großartig, ja. Toller Auftritt. Wir vom Komitee der offiziellen Preisverleihung für besondere Besonderheiten. Besonderheiten, genau, danke. gratulieren dir danke, zu dieser danke. Auszeichnung. Sure, vielleicht auch vieles Thema drin. Ich bin so stolz auf dich. Ja, ich weiß, das ist schon geil, danke, danke. Jetzt musst du gleich Hartlings! Hartlings! Alles gut! Das war nur halb hart, Mann. Ja. Ja, vorhin habe ich einen 180er fast gemacht. Wir haben eine Sekunde Fahrzeit verloren. Stell dir das mal vor. Ich habe eher das Problem mit dem einen Teamleben. Ja, ich auch ein bisschen, aber ich glaube, aber ein Teamleben heißt, dass wir einmal sterben. Also einer. Also einer, also wir, genau, einmal darf einer sterben. Genau, einmal wird's vergeben, ansonsten sind wir alle weg. Das genau. Heißt, ich darf nur einmal sterben? Also. Wir alle dürfen nur einmal sterben. Vorher gestorben. Ja, aber nicht. Jetzt sehen wir es nochmal realistisch. Wer stirbt wahrscheinlich? Ich. Ich. Wahrscheinlich, ich auch. Oh, okay.
Es ist eben was anderes, GTA richtig zu spielen und nicht unbesiegbar in der Mod-Version. Das letzte Mal, wo ich gespielt habe, war RL Craft, das ist Minecraft. Warte mal kurz eine Sekunde. Nimm dir alle Zeit oder was? Wie heißt noch mal die realistischen Real Life? RL. Real Life Server. Zuletzt habe ich auf einem Hardcore Real Life Server gezockt. Das war das letzte Mal, wo ich wirklich GTA gezockt habe. Da glaube ich, gibt es irgendwo noch vom letzten Sommer Aufnahmen davon auf YouTube. Ja, das ist ja schön. Im Grunde spielst du da echtes Leben und musst arbeiten gehen, Geld verdienen, kaufst dir dann für teuer Geld ein Auto. Genau, wenn du von der Polizei angehalten wirst, musst du tatsächlich aussteigen. Genau, musst und es sind erklären. Auch echte Menschen. Das sind auch echte Menschen. Also das ist wie ein richtiges Rollenspiel. Genau. Krass. Wer ist in Pause? Pause. Alle gehen in Pause. Nein, ich nicht. Lass mich nicht alleine. Ich zeichne auf, ich gehe doch nicht in die Pause. Cut, wir müssen Pause machen. Cut, mach mal. Schnitt. Raus. Okay, also wir kommen jetzt gleich am Flugfeld an. Ich glaube, Gibby kennt sich noch so ein bisschen aus, dadurch, dass er oft zuguckt. Aber Alice ja auch ein bisschen bei den Dreharbeiten. Ich hab seit langem nicht mehr zugeschaut, leider. Aber es war alles ein bisschen eng in letzter Zeit. Also, man muss ja dazu sagen, das gilt ja für Raphael sowie für mich. Das ist ja eine kleine Zusammenkunft von Unrated Film Industries, was wir hier haben. Ich glaube mal sagen, von denen, die ja mal sehr oft aktiv sind, im Sinne von. Ja, genau, das aktive Quartett. Ich wollte gerade Beat sagen, ich hab's mir vergessen. Das Aquartett. Okay, mach mal langsam. Weil ich glaube, wir sollten noch nicht direkt hier reinpreschen, weil da vorne ist zu spät! So. Okay. Wo ist mein Widmenmacher? Okay. Mit Steuerkreuz nach links, Maske aufziehen. Mit Steuerkreuz. Was ist Steuerkreuz nach links, Leute? Ach, geh! Okay. Bei dir ist das geh. Was hab ich jetzt alles? Meine Maske ist auf. Gute Nacht! Keine. Was hast du denn da? Den Widmen, aua! Da ist das geil! Aua. Let's go, party hard, Leute! Wow! Alice, du musst nur auf eins achten, in dem Hangar da drin, da steht das Flugzeug. Das nicht. Gut. Nicht mehr in die Schussbahn führen! Wie schießt sich denn hier? Ja, läuft bei dir. Ich geh mal in den. Wo spawn ich denn schon wieder? Das ist assi! Ich halte mich da extrem zurück. Hilfe! Ja, Leute, wir müssen uns zum Hangar vorarbeiten, Leute. Okay. Ich bin irgendwo, aber nicht beim Hangar. Wie nimmt man nochmal Cover? Ich weiß es nicht. Ich glaube E. E? Nee. E. Nicht E, dann ist es Q. Q könnte es gewesen sein. Sehr gut. Feuer frei! Es wird hell! Erleuchtet! Also ich würde da durchgehen. Komm. Mann! Eine gute Runde. Au! Das tat weh in der Hand. Entschuldigung! No. Okay, macht nichts, nochmal von vorne. Aua! Ich hab voll auf den Tisch geklopft. Es war zum Scheitern verurteilt. Ich halte mich im Hintergrund. Ich bin der Sniper. Ja. Neustart, RT. Hey, aber ich hatte 11, ich hatte 11. Nochmal Neustart. Build ab. Ja, alles klar. Ich hatte dafür 11 Kills.